Und da sind wir wieder. Für, ich glaube, heute erstmal den letzten Part. Und wir machen jetzt erstmal Klässchen-Quiz. Ich höre schon das freudige Aufschreien. Ja. Du, wir machen erstmal die Klassenquest für unseren Druiden weiter. Da sind wir ja alle ganz, ganz erpicht drauf. So. Ich muss ja gerade mal gucken, wir sollten in den Ostwald, ne? Wir sollten in den Ostwald und da unsere Quest machen. Diese Richtung. Guck aber mal, ob wir was reparieren können. Ja, bräuchten wir zwar nicht unbedingt, aber machen wir trotzdem. So. Ach ja. Oh Gott, ist das schön. Endlich nicht leveln. Nein, lass mich in Ruhe. Ich will nicht. Nein, ich will nicht. Guck gerade mal, wie viele Errungenschaften wir schon haben. 20 Gefechtserlasse wurde erfolgreich abgeschlossen. Eieiei. Danke. Du musst erst sein. Esumian hat mir dein Kommen angekündigt. Es wird mir eine Freude sein, dich alles über Böen und Winde zu lehren. Nun, wo fangen wir an? Vergib mir mein Zögern. Ich habe mir erst vor kurzem den Titel Druidin verdient. Und du bist meine erste Schülerin. Ach ja, ich denke, ich habe eine passende Aufgabe für dich. Östlich vom Honigblumensteg gibt es eine kleine Quelle. Begib dich dorthin und beseitige den Honigbienenschwarm. Du fragst dich vielleicht, was diese Angelegenheit mit deinem Studium der Luft zu tun hat. Keine Sorge, Ash. Ich verspreche dir, dass diese Aufgabe dein Verständnis des Windes schärfen wird. Yeah. Okay. Weiß gar nicht, was. Kriegen wir da was für? Da kriegen wir auf jeden Fall was für. Ne, hier kriegen wir noch keine Fertigkeiten. Schade. Schade, schade. Ich glaube, das ist, die kriegen wir erst ab 15. Und wieder zurück. Es ist so. Es ist halt so leidig, ne? Und so ganz ohne Schokobo ist das halt auch wirklich. Also ohne Reittier ist das echt hart. Aber wir kriegen das schon noch hin. Willkommen zurück. Hast du dich um die Bienen gekümmert? Es ist in der Tat äußerst ungewöhnlich, dass sich diese Kreaturen überhaupt in der Nähe der Quelle aufhalten, wo die von den Bienen bevorzugten Blumen gar nicht blühen. Was hat dieses seltsame Verhalten verursacht? Beruhige deinen Verstand und aktiviere deine Sinne. Kannst du es fühlen? Der Pfad des Windes weicht von seinem natürlichen Weg ab und reißt aber unglückselige Kreaturen mit. Sie liegt einer Störung der Elemente vor, die ihr Unwesen mit dem Luftstrom treibt. Kehre zur Quelle nahe des Honigblumenstegs zurück und suche nach dieser verdorbenen Luft. Setze dann deine animistische Magie ein, um die Störung zu beseitigen. Und wieder zurück. Es ist ein Hin, Her, Hin, Her, Hin, Her. Und immer so weiter. Aber wie gesagt, wir machen jetzt erstmal die Druiden-Quests. Und ja. Danach wird wahrscheinlich der Waldläufer dann der Pikmin. Ich bin froh, wenn wir alle Quests soweit in einem Part kriegen. Also.
Alle Druiden-Quests in einem, alle Waldläufer-Quests in einem und alle Pikmin-Quests in einem. Dann wäre ich schon dankbar. Ich glaube, wir sollen nur auf das Unreine raufgehen. Die anderen können wir getrost ignorieren. Weil die spawnen eh nur die ganze Zeit. Zumindest mache ich das immer so. Oh, wir haben es gleich. Und einmal noch. So. Zum Glück weiß ich, wie die Dinger gehen mittlerweile. Ah, das Wehklang des Windes ist verstummt. Du hast ihn befreit und dich zurück auf seinen natürlichen Weg gebracht. Lass uns zum Honigblumensteg zurückkehren. Stufenanpassung wurde aufgehoben. Jetzt dürfen wir wieder rennen. So. Okay, das ist cool. Das Ding will ich haben. Ah, das Wehklang des Windes ist verstummt. Du hast sie befreit und zurück auf. Das hatten wir doch gerade. Nun denn, Ash, was hast du während deiner Auseinandersetzung mit der Luft gelernt? Der Wind greift dich nicht unmittelbar mit einer gewaltigen Kraft an, wie die Erde das tut. Stattdessen peinigt er deine Gestalt und fügt ihr unzählige winzige Wunden zu, während er um dich herumtanzt. Nach solch einer schmerzhaften Erfahrung solltest du nun mit der Fähigkeit des Windes zur schleichenden Zerstörung vertraut sein. Es gibt kein Land auf dieser Welt, das vom Wind unberührt bleibt. Wenn du dich in fernen Ländern wiederfindest und seinen Hauch auf deiner Haut spürst, dann erinnere dich an die Lektion, die du heute hier gelernt hast. Irgendwas stimmt nicht mit diesen Strömungen der Elemente. Es freut mich zwar, dass sich uns so eine gute Gelegenheit für deine Ausbildung geboten hat. Die zunehmende Häufigkeit der Störungen beunruhigt mich ein wenig. Es stimmt zwar, dass die Katastrophe viel Schaden im Wald der Einkehr angerichtet hat. Ich vermute, hier steckt eine andere Kraft dahinter. Bitte bleib wachsam, Ash. Aber genug der ominösen Sorgen. Bedauerlicherweise trennen sich unsere Wege hier wieder. Kehre zu der Grotte der versunkenen Gedanken zurück und informiere Isumiyan über deine neuen Fähigkeiten. Okay. Das heißt, nein, nicht Rückführung. Ich muss immer daran denken, Rückführung. Hier nach Limsa, nicht nach Gridania. Sowieso ungewohnt. So, ich schneide euch nämlich jetzt mal die Laufwege raus. Also zumindest die Teleportwege. Weil auch das sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Solche Laufwege sind sehr in Ordnung, ohne Ladezeiten. Aber der Rest. Willkommen zurück, Ash. Die Gebieter haben mich darüber informiert, dass du gelernt hast, die Stimme des Windes zu vernehmen. Das freut mich. Nun, da du dich mit zwei Elementen verbündet hast, ist deine Ausbildung auf einem guten Weg. Aber das wahre Verständnis dieser Energien wird sich dir erst im Laufe der Zeit offenbaren. Hab Geduld, du hast dich der Natur genähert und genauso wird sich die Natur auch dir nähern. Sie haben dir etwas über den Wind beigebracht? Warum sollte man sich darum scheren?
Du kannst auch ohne diese langweiligen Lektionen heilen. Das Druidentum ist untrennbar mit der Natur verbunden, Sylvie. Diese langweiligen Lektionen solltest auch du inzwischen gelernt haben. Aber da du nun hier bist, nehme ich an, du hast deine Lehrmeister einmal mehr im Stich gelassen. Du musst das verstehen, wenn du weiterhin unangemessenes Wissen Heilzauber. Ich weiß bereits genug. Meine Mutter hat sich auch niemals mit der Natur beschäftigen müssen, um zu heilen. Und die Leute, denen sie geholfen hat, waren überaus dankbar dafür. Ich werde das Druidentum auf die gleiche Art wie sie erlernen, dann ebenso großartige Druiden werden. Du wirst schon sehen. Aber ich bin nicht hier, um mich zu streiten, Isumiyan. Ich wollte dir nur sagen, dass ich herausgefunden habe, wie man wiederbeleben wird. Wie hast du das angestellt, Mädchen? Du weißt ja gar nicht, welche gefährliche Kräfte du zu kontrollieren versuchst. Solltest du versuchen, diesen Zauber zu wirken, bleibt mir keine andere Wahl, als den Titel Druiden zu entziehen. Warum bist du denn so böse? Es ist doch nicht so, als würde ich versuchen, jemandem Schaden zuzufügen. Oh, meine liebe Sylvie, darum geht's doch gerade. Verzeihung, Ash. Ich hoffe, diese ständigen Unterbrechungen entmutigen dich nicht. Sylvies Mutter war, wie du vielleicht gehört hast, auch eine Druidin. Sie beherrschte keine Sprüche, außer ihren Heilzaubern. Verständlicherweise versucht Sylvie, ihr nachzueifern. Es ist eine seltene und rätselhafte Gabe, ohne die Energien der Natur heilen zu können. Aber diese Macht entspringt nicht dem wahren Druidentum. Der aktuellen Wissensstand nach sollte es unmöglich für Sylvie sein, den Zauber wiederbeleben zu wirken. Ihr schaut es bei dem Gedanken, was passieren könnte, sollte sie es versuchen. Ich fürchte, mein Misserfolg dabei, sie auf den richtigen Weg zu führen, spricht nicht gerade für meine Fähigkeit als Lehrmeister. Nichtsdestotrotz habe ich weiterhin die höchsten Erwartungen für deine Ausbildung zur Druidin. Du verfügst bereits über große Macht und wirst diese sicherlich weiter ausbauen. Aber denke immer daran, dass wir diese Kräfte nur geliehen und nicht vereinnahmt haben. Juhu. Komm, wir nehmen die Haube. Sinnvoller. So. Und dann können wir direkt weitermachen. So. Schön, dich wiederzusehen, Ash. Deine Aura kann ich entnehmen, dass du als Druidin seit unserem letzten Treffen großen Fortschritt gemacht hast. Du scheinst mir nun bereit zu sein, dich mit dem Element zu befassen, dem Wasser. Zunächst einmal solltest du diese Flasche mit klarem Wasser nehmen und ihren Inhalt auf den Hagebaum im Ostwald entleeren. Dadurch wird das Wesen hervorgelockt, das dem Baum seine Lebensenergie entzieht. Besiege das Wesen und sprich dann mit dem Druiden Joachim bei der Jagdhütte der Hawthorns. Wie du dir vielleicht denken kannst, hat er ein feines Ohr für das Rauschen der Bäche und Ströme. Folge seinem Rat, wenn du das Element des Wassers zu meistern gedenkst. Juhu. Ostwald. Ah, nein, Ostwald. Ah, perfekt. So, gerade läuft's doch. Läuft's doch, ne? Wir sind jetzt bei der 10er-Klassen-Quest. Passt doch. Also, bisher können wir uns ja wirklich nicht beklagen. Komm gut voran. So. Und reines Wasserhexagon. Ich machen wir platt. Habe ich erwähnt, wie froh ich bin, wenn wir endlich reiten können. Hier sieht man es noch, ja. 5, 13, 12. Bei den Händen hätte ich was. Okay. Hätte ich nicht gedacht, ich müsste auch bald mal Schmuck und so weiter auswählen. Dann wird doch langsam wichtig. So, hallo.
gegrüßt, Ash. Ich nehme an, du hast das verdorbene Wasser am Hagebaum gesäubert? Die Freudensbekundungen der Gebieter waren deutlich zu vernehmen. Erlaub mir, ihre Dankbarkeit dir gegenüber zum Ausdruck zu bringen und meine. Gerne. Gerne, gerne. Wirklich sehr gerne. Nun, lass uns keine Zeit verschwenden und direkt auf das Thema deiner Lehrstunde zu sprechen kommen. Es mag dir seltsam vorgekommen sein, dich um einen Baum zu kümmern, obgleich deine Lektion doch das Element Wasser zum Thema hat. Die Erklärung ist relativ einfach. Der Wald benötigt mehr als nährreichen Boden, um zu gedeihen. Wasser ist lebenswichtig, um die Nährstoffe aus dem Boden durch den Stamm bis in die Spitzen der Blätter zu transportieren. Diese wertvolle Flüssigkeit ist das Lebensblut des Waldes der Einkehr. Aber wenn Wasser zu schnell und zu stark aufsteigt, wird es zu einer tosenden Welle, die alles mit sich reißt. Es ist von entscheidender Bedeutung zu verstehen, dass alles in der Natur sich in einem Gleichgewicht befindet. Das Druidentum muss dies in gleicher Weise reflektieren. Druiden Joachim, seid ihr da? Ich bin hier, mein Herr. Was ist vorgefallen? Eine Herde junger Antilopenböcke ist aufgeschreckt und hat panisch die Flucht ergriffen. Ich weiß nicht, was sie verursacht hat, aber sie lassen sich nicht beruhigen. Die Soldaten, die Böcke aufhalten sollten, haben ganz schön was abbekommen. Jetzt haben wir eine ganze Reihe von Verwundeten. Dürfen wir bei Joselins Wachturm drüben bei Joselins Wachturm und nicht genug Leute, um sie zu versorgen. Wir benötigen da einen Heiler und zwar schnell. Seltsam, ich habe nichts dergleichen von den Gebietern vernommen. Was könnte diese Antilopen so erschreckt haben? Ah, Verzeihung, ich werde diesen Gedanken auf später verschieben. Beeilen wir uns. Wenn die Umstände tatsächlich so chaotisch sind, fürchte ich, die Zahl der Verwundeten könnte bald zunehmen. Ich frage mich, ob wir beide das bewältigen können. Ash, deine Fähigkeiten werden benötigt. Begib dich unverzüglich zu Joselins Wachtum und kümmere dich um die Verwundeten. Ich werde Heilsalben auftragen und versuchen, weitere Heiler zu rekrutieren. Brich zur Grotte der versunkenen Gedanken auf und ersuche Esumiyan um Hilfe. Und tschüss. Gut. Ah, ich glaube, das Problem ist, wir schaffen, glaube ich, nur noch diese Quest. Dadurch, dass das Lesen halt immer so lange dauert. Da muss ich hoch. Wer ist eine Druidin? Nofika sei Dank. Du kommst gerade zur rechten Zeit. Es klingt, als würdest du gerade einige frisch verwundete Soldaten eintreffen. Bitte hilf ihnen, so gut es geht. Okay. Diese Leute sind fürs Erste außer Gefahr, aber ich fürchte, das verschafft uns nur eine kurze Atempause. Der Kampf mit den Böcken hält noch immer an und wir erhalten Berichte von noch mehr Verwundeten. Ich bitte dich, das Klageregiment zu unterstützen und all dies zu beenden. Die Schlacht findet neben dem Pfad der nach Nordosten führt statt. Meine Künste sollten ausreichen, um die hier Verbliebenen zu versorgen. Geh nun. Thank you.